Woran denkst du? Kaer Morhen. Ich kann mir den Ort nicht ohne Vesemir vorstellen. Ich ziehe bald das Tal hinunter. Dann suche ich mir was anderes zum Überwintern. Ja, damit halt auch kommen zurück bei The Witcher 3. Wir haben Vesemir verloren und zollen ihm gerade den letzten Respekt. Und ja, Eskel hat absolut recht. Dieser Ort ist einfach jetzt was ganz anderes. Ich verstehe dich. Werd mein Glück in Lormark versuchen. Wo es Krieg gibt, gibt es Arbeit. Danach, mal sehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Wolf. Wir sprechen jetzt einmal mit unseren Verbündeten reihum, ohne die wir wahrscheinlich hier nicht mehr stehen würden. Danke. Also bitte. Sie war mir auch anvertraut. Und die Alten sollen ja nur den Jungen helfen. Du weißt, dass der Kampf damit kaum vorbei ist. Ich weiß. Was immer du jetzt vorhast, denk dran, dass du in Skellige Leute findest, die dir helfen. Mich, Krach, seine Kinder. Danke, ich werde dran denken. Ich sehe noch mal nach den Verwundeten, aber ich muss bald los. Ich lasse euch ein paar Medikamente da. Möge es dir wohlergehen, Moissac. Bis zum nächsten Mal. Hier stehen noch Vernon und Wes. Und? Erzähl. Jetzt kann ich sagen, ich habe alles gesehen. Ich glaube immer noch nicht alles, was passiert ist. Ja, auf jeden Fall danke. Wie kann ich euch danken? Das wird sich mit der Zeit ergeben, schätze ich. Was wollen Sie schon jetzt dafür verlangen, oder? Danke, dass ihr gekommen seid und euer Leben für mich riskiert habt. Pass auf das Mädchen auf. Lass nicht zu, dass ihr jemand was tut. Was habt ihr vor? Wir gehen nach Novigrad und kämpfen den nächsten Kampf. Wenn du uns vermisst, such uns im Feldlager. Auch sie haben hart gekämpft. Und natürlich hier unser nächster Hexerkollege Lambert. Danke für alles, was du für mich und für Ciri getan hast. Darf ich ehrlich sein? Hätte ich gewusst, was hier passiert, wäre ich nie in die Nähe von Kaer Morhen gekommen. Ich bin froh, dass ich helfen konnte, aber ich werde gehen, sobald Lambert sich besser fühlt. Oha, gehen die zwei jetzt, sind jetzt zusammen? Geht ihr zusammen? Ich habe eine Idee, aber bei der Umsetzung muss mir ein Hexer helfen. Lambert will mich unterstützen. Viel Glück. Und danke nochmal. Wir sind jetzt quitt. Ja, Keira war noch nie für ihre Selbstlosigkeit bekannt. Können wir reden? Worüber? Wow. Versuch doch bitte mal nicht zu streiten. Die sind alle gekommen, um zu helfen. Erzählst du mir jetzt, wie ich mich zu benehmen habe? Nein, ich bitte dich höflich. Dann nimm diese höfliche Antwort. Leck mich! Wow. Was ist denn jetzt los? Vor der Schlacht war er so konzentriert und hat gar nicht gezögert, mitzuhelfen. Und jetzt ist er wieder der gleiche Arsch wie zuvor. Aber naja, man kann einen Menschen nicht ändern. Wie läuft das denn so? Solche Fragen liebe ich. Was soll denn laufen? Was nicht angebunden ist? Das ist Unsinn, Geralt. Und du weißt es. Ich wusste, dass der alte Mann nicht ewig leben kann. Ich habe sogar Eskel gesagt, dass ich sein Schwert will, wenn es soweit ist. Passt genau in meine Hand. Aber Vesemir hätte einen besseren Tod verdient gehabt. Er ist gestorben wie eine Laus. Er wurde zerquetscht. Wir werden ihn rächen. So rosig sehe ich es nicht. Du hast dich kein bisschen verändert. Höre ich da Enttäuschung? Nein, Überraschung vielleicht. Die meisten werden im Alter sanfter. Du wirst kratzbürstiger. Mama hat immer gesagt, ich sei anders. Mir würden andere Adjektive einfallen, aber anders tut es auch. Okay, gut, Lambert, dann mach's gut. Mach's gut. Ja, pass auf dich auf. Hier haben wir noch Hjalmar, den ich eigentlich in der Vorbereitung gar nicht gesehen habe. Ich muss mal zurückspulen.
also mir die Aufnahme ansehen, weil war er da in der Lagebesprechung? Ich glaube nicht, oder? Da bist du. Verdammt schade um Wesemir. Es tut mir so leid. Danke für deine Hilfe. Ich hatte noch eine Schuld offen. Du gehst direkt zurück nach Skellige? Die Pflicht ruft. Aber hör mal, Geralt. Du hast einen König zum Freund. Das kann nicht jeder behaupten. Wenn du oder Ciri, oder du und Ciri, wenn ihr je Hilfe braucht, die Tore von Kaer Trolde stehen euch offen. Danke. Ich werde dran denken. Ja, wir haben schon einige Verbündete, muss man sagen, auf die wir zählen können. Du willst wissen, wie ich mich fühle? Danke, nicht schlecht. Das ist gut. Ah, schrecklich, das mit Wesemir. Ich weiß, ihr standet euch nahe. Danke, das stimmt. Hör mal, ich will meinen Bart nicht in fremde Angelegenheiten stecken, versteh mich nicht falsch. Ich will helfen, was immer du entscheidest, aber für meine Begriffe brauchen wir einen Gegenangriff. Wir müssen die Jagd und Eridin finden und auf sie losgehen, wie der Bulle auf die Kuh. So einfach ist das leider nicht. Wir können sie nicht finden, sie uns aber jederzeit. Sie können uns überraschen, wann sie wollen. Vergib mir, Geralt, aber das ist doch das Gerede eines Mannes, der einen tragischen Verlust nicht überwinden kann. Trink darüber, schlaf darüber, was auch immer, aber reiß dich zusammen und überdenke die Dinge. Das mache ich, Sultan. Und jetzt noch einmal gehen wir zu Wesemir. Oh Mann, ist das hart. Ich werde mich immer an deine Lehren erinnern und an dein Opfer. Und nun suchen wir Avalach. Denn diese Schlacht ist noch lange nicht vorbei. Die kommen hundertprozentig wieder. Cirael kann riesige Machtmengen nutzen. Warum hat sie keiner gelehrt, sie zu kontrollieren? Das haben durchaus welche getan. Offensichtlich vergebens. Darüber streite ich gerne mit dir. Wir konnten noch nicht sprechen. Danke für deine Hilfe und deine Fürsorge für Ciri. Dank mir später. Jetzt müssen wir Cirael von hier fortbringen. Sie verstecken. Wir brauchen eine größere Streitmacht. Alle, auf die wir uns verlassen können, sind nach Kaer Mor hingekommen. Darum müssen wir die Hilfe von Feinden suchen. Magie ist die beste Verteidigung gegen die Jagd. Wir brauchen Zauberinnen, Erzmeisterinnen der Magie. Du meinst die Loge? Wollen wir die da nicht hineinziehen? Naja, die sind mächtig. Wir haben wohl keine Wahl. Die Loge ist am Ende. Fragen wir mal, vielleicht haben sie sich ja wieder zusammengefunden. Viele Logenmitglieder sind tot. Der Rest ist untergetaucht. Philippa Eilhard, Margarita Laux-Antil und Fringilla Vigo leben vermutlich noch. Und Francesca und Ida? Würden sie mitmachen? Ich glaube, man könnte sie überzeugen. Würdest du mit Keira lieber alleine reden? Das wäre wohl am besten. Na gut, ich glaube, wir haben keine andere Wahl und Yennefer wusste bisher immer, was sie tut. Auch wenn sie es teilweise radikal durchsetzt. Ich glaube, wir brauchen die. Ohne haben wir überhaupt keine Chance. Ich vertraue der Loge kein bisschen, aber es sieht so aus, als hätten wir keine Wahl. Haben wir auch nicht. Ich habe eine Abmachung mit dem Kaiser getroffen. Im Gegenzug für ihre Hilfe erhält die Loge Amnestie und Asyl in Nilfgaard. Das ist unser Faustpfand. Triss, ich will heute aufbrechen und die Zauberinnen finden. Hilfst du mir? Natürlich. Ich weiß sogar, wo du anfangen könntest. Verdammt! Ihr plant schon wieder, ohne auch nur zu fragen, was ich denke. Mir reicht es. Ich lass mich nicht irgendwo hinbringen wie ein Bündel. Ich sitze nicht herum und drehe Däumchen. Ich bin das Warten und das Versteckspiel leid. Du hast recht. Hast ja heute gezeigt, dass du auf dich aufpassen kannst.
Es ist einfacher, jemanden zu trösten und zu hoffen, dass schon alles gut geht, als der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Cyrael besitzt große Macht, die sie nicht kontrollieren kann. Sie ist eine Gefahr für sich und andere. Bis sie lernt, sie zu kontrollieren, sollte sie isoliert bleiben. Erstens, Schwachsinn. Zweitens, wenn du schon von Mut redest, sprich direkt mit mir und nicht über Geralt. Ich bin weg. Ich gehe ihr nach oder lass sie gehen. Ich gehe ihr besser nach. Warte, sie braucht Zeit. Sie muss selbst mit ihrer Trauer fertig werden. Wir sollten möglichst schnell anfangen, sie auszubilden. Sie muss lernen, ihre Fähigkeiten zu kontrollieren. Ist es wirklich nötig, sie auszubilden? Du hast gesehen, was passiert ist. Sie könnte eine größere Bedrohung als die Jagd darstellen. Gut, wir bleiben noch eine Weile hier. Dann kommen wir zu dir und Triss nach Novigrad. Wir treffen uns in Rittersporns Taverne. Los, Jen. Je schneller wir aufbrechen, desto besser. Bis dann. Einige Tage später. Es geht nicht. Siehst du das nicht? Du willst aufgeben? Nach nur 8 Versuchen, Cyrael? Wie oft muss ich's denn versuchen? So oft wie nötig. Aber ich mache keine Fortschritte. Wir machen später weiter. Als du das erste Mal die Spur versucht hast, bist du auch nicht weit gekommen. Geralt, bitte. Nicht jetzt. Ach komm schon. Verglichen damit ist die Spur ein Spaziergang. Aber darum geht es nicht. Sondern? Avalach sagt, ich werde es erst schaffen, wenn ich aufhöre, an den Kampf zu denken. Aber ich kann im Moment einfach nicht an kleine Kätzchen und Vanillepudding denken. Sag mal, wie machst du das? Was denn? Dich immer unter Kontrolle zu haben. Immer konzentriert zu sein, egal was passiert. Ja, ich glaube, sie braucht eine Aufmunterung. Es gibt eine bestimmte alte Methode. Wesemir hat sie mir beigebracht und Barmin hat sie ihm beigebracht. Bringst du mich in die Berge und lässt mich Schierling trinken? Die Droiden von Skellige setzen sie seit Jahrhunderten ein. Funktioniert immer. Hey! Eine kleine Schneeballschlacht. Das wirst du bereuen. Oh. Hey, das ist unfair. Nulpe! Das werden wir ja sehen. Wo bist du? Fang mich doch! Okay, wo habe ich den Schneeball? Oh, ich werde dich vernichten! Autsch, boah, ist die schnell! Nein! Ah, oh, jetzt habe ich dich aber. Wo bist du hin, Cyrilein? Na warte, jetzt kriege ich dich. Jetzt bist du fällig. Oh, wie schön ist das gerade, bitte. Ich genieße das gerade so. Hey, das ist unfair. Nö, Ciri, das ist nicht unfair. Ich bin einfach besser als du. Jetzt bist du fällig. Wo ist sie hin?
Oh. Du kleiner Fratz. Autsch. Guter Wurf. Brauch Schnee. Schluss mit lustig. Na warte, dich krieg ich. Oh, hoppla. Hey, das ist unfair. Nix da unfair. Okay, ich kann nicht besonders gut zielen, wie ihr merkt. Nö, 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 du kriegst mich nicht. Boah, ist die schnell. Voll unfair. Jetzt bist du fällig. So, ein Bällchen noch, dann habe ich dich, Cirilla. Na warte. Du hattest recht. Es funktioniert tatsächlich. Danke. Freut mich, wenn ich helfen kann. Und was jetzt? Ich schau mal, wo unser lieber Wissender ist. Das hat sie schon gespürt. Geralt? Geralt! Wach auf! Was ist los? Steh auf, wir müssen gehen. Ich habe die Pferde gesattelt. Ciri, es ist noch dunkel. Wo willst du denn hin? Nach Velen. Zum Kahlen Berg. In ein paar Tagen ist Hexensabbat. Und rate mal, wer als Ehrengast eingeladen ist. Keine Ahnung. Klär mich auf. Imlerit. Das ist eine einmalige Chance, ihn zu kriegen. Wo hast du das denn her? Was ist denn in dich gefahren? Ich muss Wesemir rächen. Der Sabbat. Das ist die Gelegenheit. Imlerit wird betrunken sein und mit seinen Leuten feiern. Er wird nicht mit einem Angriff rechnen. Okay. Ciri, weißt du auch wirklich, worauf du dich da einlässt? Ja, und ich muss es tun. Komm, wir reden unterwegs. Na gut. Geh vor. Bereit? Gehen wir. Nach der Schlacht von Kaer Morhen leckten die Verteidiger ihre Wunden und Ciri begann ihre Rache zu planen. Eines Nachts weckte sie Geralt und drängte ihn, mit ihr nach Velen zu gehen. Sie wusste, dass sie Imlerit dort auf dem Kahnenberg finden würde. Und sie hatte beschlossen, dass er sterben musste. Dann bin ich mal gespannt. Fünf Tage später.
Die Leute auf Krähenfels haben von diesem Berg gesprochen. Art Zerbin, Heimat der Herrinnen des Waldes. Die Bauern hatten Angst herzukommen. Und der Baron hat gedacht, die Herrinnen des Waldes wären nur eine Spukgeschichte für ungezogene Kinder. Möchte wissen, wie es dem Baron geht. Nach dem Tod seiner Frau hat er sich erhängt. Seine Tochter ist in Novigrad. Eine Schande. Du meinst, wir finden Imlerit hier? Bist du sicher? Avalach hat mir von Wesen erzählt, die mit den Enelle in Verbindung stehen. Sie sind überall auf der Welt zu finden. In Velen sind es die Mumen. Imlerit war auf Eredins Geheiß hier, um den Mumen zu sagen, dass sie Augen und Ohren offen halten sollen. Für den Fall, dass Avalach in seinem Versteck in Velen Zuflucht sucht. Sie haben ihn wohl beim Wort genommen, wenn ich mir die ganzen Ohren hier im Wald so ansehe. Meinst du, Imlerit ist noch hier? Er sehnt sich nach den Freuden des Fleisches. Wein, Sex. Die Mumen umgarnen ihn, hofieren ihn. Er wird es sich nicht nehmen lassen und zum Sabbat auf dem kahlen Berg sein. Kennst du dich hier etwa aus? Vor vielen hundert Jahren war das hier eine heilige Stätte der Druiden. Dann kamen die Mumen, zerstörten den Druidenkreis von Velen und entstellten die heilige Eiche auf dem Berg. Jedes Jahr wird hier ein wichtiges Fest gefeiert. Sie nennen es den Sabbat. Alle Leute in der Umgebung sind dabei. Imlerit bestimmt auch, als Gast der Mumen. Du weißt gut Bescheid. Avalach ist ein guter Lehrer. Na gut. Ich sehe, du weißt, was du tust und bist gut vorbereitet. Also machen wir uns auf den Weg. Bringen wir es hinter uns. Wir müssen auf den Gipfel. Da finden wir Imlerit. Die Bauern in Velen nennen diesen Abend das Fest der Geschenke. Ich weiß nicht warum. Avalach behauptet, dass Imlerits größte Schwäche seine Eitelkeit ist. Eitelkeit? Er will jeden Feind beeindrucken. Der andere, Karantir, soll verschwiegen und pragmatisch sein. Nicht überraschend, immerhin war er Avalachs Schüler. Ich weiß nie, wann ich was sagen kann. Ah, okay. Lass sie doch. Aber... Sie wollen nur zum Fest. Es gehört sich nicht, sie zu verjagen. Wir sind nicht zum Feiern hier. Wir müssen auf den Berggipfel. Das Tor ist zu. Ihr könnt nicht hindurch. Aber da unten gibt's Feuer und jede Menge zu essen und trinken. Setzt euch dazu. Vielleicht kommen die Herrinnen ja dieses Jahr herunter und zeigen sich uns. Danke für die Einladung. Wir setzen uns gerne etwas hin, nicht wahr? Sprich für dich selbst. Kommt mit mir! Du hast ein Tor erwähnt und dass wir nicht hindurch können. Nur die Auserwählten dürfen zu den Herrinnen hinauf. Jedes Jahr steigen höchstens 3 junge Kerle und Mädel auf den Berg. Lass mich raten, sie kehren nie zurück. Doch, das tun sie, fröhlich und ausgelassen. Aber nur die wenigsten von ihnen bleiben in Velen. Meist ziehen sie in die Welt hinaus. Die Herrinnen des Waldes kommen zu euch? Wenn sie uns wohlgesonnen sind. Mein Vater hat mir erzählt, dass sie einmal hinabkamen, von Feuer zu Feuer gingen und sich die Wünsche und Nöte der Leute anhörten. Darauf warten wir jetzt jedes Jahr. Dann haben sie es wohl schon länger nicht mehr getan. Es hat keinen Sinn zu warten, ob wir so viel Glück haben. Ja, wir müssen irgendwie zum Gipfel. Dieses Fest, worum geht's da überhaupt? Wieso willst du das wissen, Wanderer? Kein Grund, sich aufzuregen. Der weiße Mann hat den Herrinnen geholfen, wie wir wissen.
Wir haben ihnen das ganze Jahr hindurch Geschenke gemacht und heute Nacht schenken sie uns ihren Segen. Ich habe eines eurer Geschenke an die Mumen getroffen. Wimmernd, zu Tode verängstigt und etwa 8 Jahre alt. Bleib ruhig. Eure Kinder, warum brauchen die Herren sie? Das wissen wir nicht und wir fragen auch nicht. Ihr wisst es nicht? Dann verrate ich's euch. Verrat uns lieber, was ein Bauer, dessen eigene Kinder hungern, mit einem streunenden Kriegsweisen machen soll. Ihr seid nicht von hier. Urteilt nicht mit euren Gesetzen über uns. Ihr sagt, die Herrinnen segnen euch. Ja, denn unser Leben geht so. Erst ein Sommer lang Arbeit unter der heißen Sonne, dann regnet's im Herbst und dann bringt der Winter den Tod. Dann kommt der Frühling und alles Tote wird neu geboren. Und von unserem Schweiß und Blut trägt die Eiche ihre Eicheln. Mal wenige, mal eine ganze Handvoll. Und was macht ihr mit den Eicheln? Die Ältesten von Velen halten Rat. Manche wollen sie zermahlen und für eine reiche Ernte auf den Feldern verstreuen. Andere wollen sie einer weisen Frau geben, die Medizin daraus macht. Eine Handvoll verzauberter Eicheln reicht für ganz Velen? Es reicht niemals. Ich habe genug gehört. Wir haben noch andere Fragen. Nö, eigentlich nicht. Wir sollten jetzt, glaube ich, gehen. Wir sollten gehen. Ihr wollt unbedingt zu den Herrinnen. Ich teile eure Sehnsucht. Wir brennen geradezu darauf. Komm, Geralt. Wir müssen vor Tagesanbruch dort sein. Geht zum Zelt und sprecht mit Thekla. Sie entscheidet, wer würdig ist, vor die Herrinnen zu treten.